Drei Religionen, ein Haus. Corona bestimmt den Ablauf unseres Alltags neu. Wie beten Juden, Christen und Muslime in dieser Zeit? Das House of One lädt in die verschiedenen Glaubenswelten ein. Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Allerbarmers, Bismillahirrahmanirrahim. Freiheit ist ein unermesslich wertvolles Gut der Menschen. Aber die Freiheit muss richtig verstanden werden. Denn Freiheit ist erst dann Freiheit, wenn wir unsere Begrenztheit in der gottgegebenen Gesetzlichkeit der Natur erkennen. Wir Menschen können nicht nur durch Willen und Handlung allein etwas Außergewöhnliches bewirken. Zum Beispiel können wir nicht fliegen, wie die Vögel, wie sehr viele Tiere. Es sei denn, wir erkennen unsere Beschränktheit, erkennen die Allmacht Gottes an und respektieren seine Gesetze. Das heißt, wir halten uns an die sozialen und physikalischen Gesetze. Das ist befreiend, so können wir fliegen. Das ist die Freiheit für mich. Der Mensch hat jedoch bestimmte Veranlagungen, die er mit seinem Willen steuern kann. Das heißt, man kann damit das Gute und das Schlechte bewirken. Und man kann das in unterschiedliche Richtungen einsetzen. So entstehen auch Hochmut, Anmaßung, das nennen wir Kibr, und überheblicher Stolz, Gurur. Je weiter sich die Menschheit entwickelt, also je mehr die Menschen das Gefühl haben, sie haben alles, sie brauchen Gott gar nicht, sie sind so weit entwickelt, sie können alle Probleme selbst lösen, desto größer wird die Gefahr, in diese Eigenschaft zu verfallen, also in die Eigenschaft der Hochmut, der Anmaßung, der überheblichen Stolz. Und in dieser Gemütslage ist der Mensch nicht mehr bereit, an Gott zu glauben, geschweige denn Gott anzubeten, Gottesdienst zu leiten. Und jetzt stehen wir an einem Punkt, wir haben eine Pandemie, der Coronavirus hat das Leben ganz und gar verändert. Meine Frage an euch, liebe Amtsbrüder, wie seht ihr denn das eigentlich? Ist Corona eine Strafe Gottes? Ich würde immer sagen, nein. Ich würde immer sagen, der Mensch ist verantwortlich. Und am Ende, das wird sich auch zeigen, ist dieser Virus menschengemacht auf uns übergesprungen. Insofern würde ich immer sagen, es geht nicht darum herauszufinden, was Gott meint, sondern es geht darum herauszufinden, was können wir jetzt und auch in Zukunft besser machen, um zu verhindern, dass es so einfach weitergeht. Also, die Gesetze, die Tora, sind dazu da, dass wir sie respektieren und dass wir sie einhalten. Aber sozusagen der Lohn dafür, wird nicht in dieser Welt gezahlt, sondern in der nächsten. Und entsprechend ist auch die Strafe für das, was wir unterlassen, nicht in dieser Welt, sondern in der nächsten. Und die Dinge, mit denen wir konfrontiert sind, sind Herausforderungen. Herausforderungen in einer Zeit, wo wir ja denken, naja, alles ist selbstverständlich. Ganz selbstverständlich haben wir ein Anrecht darauf, dieses oder jenes zu tun, haben wir doch immer so gemacht. Und genau so ist es eben nicht. Das, finde ich, lehrt zumindest mich, diese Krise. Wir spüren, wie sehr wir in Gottes Hand sind. Wir spüren, dass uns nichts wirklich gehört. Und wir spüren, dass wir, wenn wir etwas tun, es gut tun sollen. Für unseren Nächsten, für unseren Nachbarn. Und dass wir aufeinander zugehen sollen. Und so würde ich immer sagen, ist diese Situation jetzt zu verstehen. Oder wie siehst du das, Gregor? Ja, sehr ähnlich. Also ich kann da dir empfehlen, gut folgen. Ich glaube auch, dass Corona keine Strafe Gottes ist. Und ich glaube nicht mal, dass es ein Zeichen Gottes ist. Weil wer wollte das deuten? Wer weiß, welch Zeichen Gott für uns bereit hat? Nichtsdestotrotz glaube ich aber doch, dass Corona uns etwas zeigt. Und zwar ganz unabhängig davon, ob ich nun Christ, Jude, Moslem oder religionslos bin. Corona zeigt uns, wie verletzbar die Art ist, wie wir leben. Dieses alles auf das ökonomische Wachstum setzen, dieses schneller, weiter, höher, dieses stark materiell orientierte Leben, von dem ich ja auch ein Teil bin, das
man sieht, dass es nicht immer so weitergehen kann und dass Dinge passieren, sei sie von Gott oder von der Natur her, das ist ja, es ist erstmal nachrangig, aber es zeigt sich jetzt, dass es einfach auch passieren kann, dass es nicht mehr so weitergeht und dass wir genau darauf achten müssen und dass wir gut beraten sind, das, was wir tun, genau zu durchdenken. Und das, was noch viel weitergehende, was wir sehen können durch die Corona-Krise, ist ja, sie zeigt mir und allen Menschen, ja allen Geschöpfen, dass sie zeigt den Menschen, dass sie verletzlich sind. Unser Leben ist, kann sich verändern durch Krankheit und ganz sicher werden wir alle sterben. Und manchmal vergisst man das im Alltag unseres Lebens, im Trubel, im Hamsterrad, weil ein Projekt folgt aufs nächste und die Tage sind gefüllt und es ist noch so viel zu tun. Und plötzlich gibt es diesen Schnitt und jeder Mensch kann es für sich erkennen, weltweit, unabhängig von Religion, Kultur, Status. Ich bin verletzbar. Es kann von einem Tag auf den anderen anders kommen. Ich kann krank werden, ich kann einen Unfall haben, ich kann sterben. Und das zeigt uns das Coronavirus und es zeigt uns es so, dass wir auch noch darauf reagieren können. Und darum glaube ich, da kommen dann unsere Glaubenserfahrungen, unsere unterschiedlichen zum Tragen. Also die Erfahrung unserer Väter und Mütter, wie sie in den Heiligen Schriften stehen, aber auch die eigenen Glaubenserfahrungen, die wir gemacht haben. Die sind uns dann Hilfe, auch nochmal auf die Corona-Krise zu blicken. Und da sind für mich zwei Punkte wirklich zentral. Der eine Punkt ist, für mich ist die Güte Gottes, die ist so bedingungslos und so reich, dass sie für alle Menschen vorhanden ist. Und darum ist es für mich auch nicht denkbar, dass Gott mit Krankheiten straft, sondern es ist vielmehr genau andersherum. Gott gibt uns die Gelegenheit, wenn wir auf Kranke treffen oder selbst krank werden, zu helfen oder zu ihm zu finden. Im Zentrum des christlichen Glaubens, aber auch der vieler anderer Religionen, steht ja gerade die Sorge um die Kranken, um die, denen es nicht so gut geht, die am Rand stehen. Ich finde, das ist etwas, was zu dem Gottesbild, dass Gottes Güte bedingungslos ist, wunderbar passt. Und der andere Gedanke, der zweite, diese Krise, dieses Zurückfahren des normalen Lebens, dieses weniger werden der Alltagsablenkung, gibt uns die Gelegenheit, Dinge neu zu betrachten, nochmal in Ruhe über alles nachzudenken. Die Bibel nennt es Umkehr. Also einfach nochmal zu gucken, war das, was wir bisher gemacht haben, der Weisheit letzter Schluss oder geht es nicht viel besser? Gibt es nicht viel bessere Möglichkeiten, die Güter dieser Welt gerecht zu verteilen, die Schöpfung zu bewahren oder auch für Frieden zu sorgen? Und gibt es, und wenn es die gibt, ist jetzt nicht die Gelegenheit, nach der Corona-Krise oder im Zuendegehen dieser Corona-Krise die Dinge wirklich nochmal anders anzupacken und nicht wieder genauso, wie es vorher war, sondern wirklich zu lernen aus dem, was falsch war und zu versuchen, die Dinge neu zu machen. Also ich glaube, das sind Sachen, die ich von meinem Glauben her mit der Corona-Krise verbinden kann, ohne dass ich sie deshalb als Zeichen Gottes deuten muss. Lieber Gregor, da muss ich aber jetzt mal nachfragen, weil genau deine Ausführungen, die ich sehr gut nachvollziehen kann und da habe ich mich auch sehr, sehr gut mich selbst wiederfinden können. Also da habe ich aber trotzdem immer das Gefühl gehabt, als du ein Zeichen Gottes beschreiben würdest. Also im Sinne von, dass wir genau eine gewisse Lehre aus dieser Zeit ziehen können. Und wenn man jetzt aus islamischer Perspektive auch nochmal das Gottesverständnis nochmal hineinbringe, wir sagen, Gott ist ständig da und wirkt ständig. Mhm. Also die Allmacht Gottes ist eigentlich hier und in diesem Augenblick auch da. Und von daher, dass das alles geschieht, da frage ich mich natürlich, ist es nicht doch ein Zeichen Gottes? Also zu deiner Frage, man kann es so deuten, aber ich glaube, selbst wenn wir es nicht als Zeichen Gottes deuten, selbst dann können wir Lehren daraus ziehen. Also im Grunde sind wir da nicht weit voneinander entfernt, was diesen Zeichencharakter angeht. Ja, herzlichen Dank, das ist sehr, sehr einleuchtend. Wenn ihr erlaubt, würde ich auch noch mal einige Worte sagen. Den Anfang habe ich ja schon gemacht, der immer
wirkende und ständig da seiende Gott und allmächtige Gott. Da fragt man sich natürlich, stellt man sich die Frage, wie ist es eigentlich, wie kann so etwas passieren? Die Frage haben sich so viele Menschen gestellt. Daran möchte ich ansetzen, es wird von Strafe gesprochen und der Begriff, dieser Begriff, das ist im Arabischen Jaza. Das hat man ins Türkische übernommen. Und wenn man von Jaza spricht, dann verstehen türkische Bürger eher hauptsächlich eine Gesetzlichkeit, also den Strafgesetz, das Strafgesetz. Und letzten Endes, das hat sich so etabliert, nur ich möchte da nochmal aufmerksam machen, wenn man eine Dankbarkeit zeigen möchte, dann sagt man unter anderem natürlich auch Jazakallah. Sie hört schon heraus, ihr hört schon heraus, Jazakallah, Jazak. Also das würde man in Süddeutschland als Vergeltgott übersetzen. Und da sehe ich eigentlich, was ist eigentlich überhaupt Strafe? Man kann es aus dem Negativen herauslesen und es als eine Strafe im wahrsten Sinne, so wie wir es verstehen, eigentlich deuten, aber auch nochmal die barmherzigste und, wie soll ich sagen, die Lehre erzielende Seite des Ganzen vielleicht nochmal in Betracht ziehen. Und zwar, was erfordert Dankbarkeit? Warum sagt man Jazakallah? Warum sagt man vergelt's Gott? Weil etwas einem gut tut. Und ich habe immer in dieser Zeit, also jetzt haben wir ja mehrere Wochen hinter uns, wir vermissen so vieles, aber ich habe so viel Gelegenheit gehabt in dieser Zeit, Gott dankbar zu sein. Unter anderem eigentlich auch, das habe ich hin und wieder mal immer zum Ausdruck gebracht, Menschen, die sich auf die Straße gezogen gefühlt haben, nur um zu sagen, ja, wir müssen jetzt stoppen, wir dürfen die Umwelt nicht mehr so zerstören, beschädigen, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Wir müssen die Handbremse ziehen. Das hat nicht so gut geklappt. Und dass jetzt auf einmal alle gezwungen sind, doch bestimmte Vorkehrungen zu treffen, ist, finde ich, doch mal etwas Barmherziges, etwas Gutes für die Menschheit. Also etwas, wofür man sich auch dankbar zeigen könnte. Also die Frage, den Begriff, die Strafe hinterfragend, sage ich, ich erkenne eigentlich in all diesen Ereignissen, in all diesen Zeiten eher die Barmherzigkeit Gottes, wo Gott uns eigentlich mal nochmal, so wie du, Gregor, oder auch Andreas, du gesagt habt, es sind Möglichkeiten, Gelegenheiten, wo wir dann uns selbst, wir sind diejenigen, die für unsere Taten verantwortlich sind. Wir sind diejenigen, die dafür gerade stehen müssen. Und Gott gibt uns eigentlich die Gelegenheit, das, was wir hier versäumen, darüber nochmal nachzudenken und vielleicht das Beste daraus zu machen. Ich würde auch nochmal Wert darauf legen, an sich ist ja unser Leben sozusagen darauf abgestimmt, als Helfer, als Erfüllungsgehilfen Gottes sozusagen diese Schöpfung dahin zu bringen, dass eines Tages der Löwe neben dem Lamm sitzt und dass man immer wieder ein neues Lamm alle halbe Stunde daneben legen muss, damit das Bild bestehen bleibt. Und das heißt, wir sind schon dafür da, diese Natur zu überwinden. Das haben wir auch an vielen Stellen mit Medikamenten, mit vielen anderen Dingen getan. Und hier sieht man eben, dass auf einmal Dinge sozusagen in eine Situation kommen, wo das, was wir tun sollen, also was der Mensch tun soll, nämlich es gut voranzubringen, nicht geklappt hat. Und da müssen wir jetzt sozusagen Umkehr leisten und müssen sehen, wie können wir auch in Zukunft verhindern, dass so etwas wieder passiert. Es geht ja nicht nur darum, jetzt einen Impfstoff zu finden, das ist eine große Aufgabe, oder Medikamente zu finden, auch eine große Aufgabe. Sondern es geht auch darum, daraus zu lernen, damit so etwas in Zukunft nicht wieder passiert. Und das, denke ich, ist unsere Aufgabe. Das war sie über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Wir sind relativ weit ja schon mal gekommen, aber wir sind eben auch an einigen Stellen in die falsche Richtung gegangen. Und das müssen wir jetzt versuchen, in Zukunft gemeinsam zu korrigieren. Also die Erhaltung der Schöpfung, die Erhaltung des Lebens, die Erhaltung, das ist sozusagen unsere Aufgabe und nicht unbedingt sozusagen, dass alle Besitzstände, die wir haben, gewahrt bleiben. Das ist, glaube ich, nicht unsere Aufgabe.
Wenn ihr mir erlaubt, da möchte ich nochmal, also das ist für mich sehr, sehr wertvoll, lieber Andreas, dass wir ja genau mal versuchen, nach vorne zu schauen und sagen, ja, die Fehler, die wir bis jetzt gemacht haben, die wollen wir nicht mehr machen. Und da nochmal irgendwie den Weg nochmal neu justieren. Das hat mich an die Worte von dir, Gregor, erinnert, wo du gesagt hast, wir müssen uns überlegen, eine gerechte Verteilung von allen Gütern, von allem, was wir auf der Welt haben, weil es gibt so viel Leid, es gibt so viel Ungerechtigkeit und auch noch Hunger auf der Welt. Und genau da muss man jetzt an dieser Stelle, glaube ich, das nochmal im Blickfeld halten. Und ich glaube, diese Hochmut und Anmaßung, die wir ja durch diesen Fortschritt ja doch mehr oder weniger entwickeln können, also dieser überhebliche Stolz, wir brauchen nichts mehr. Und genau das ist ein Hindernis, an andere Menschen zu denken, an Verantwortung für die Gesellschaft aufzubauen. Es ist ja, weil Gott braucht unsere Gottesdienste nicht. Gott braucht keinen Dienst, nur Gott. Gottesdienst würde ich deswegen auch sehr oft so verstehen, dass der Dienst an die Menschheit ein Gottesdienst ist, also für uns alle. Und genau da ist natürlich wichtig, dass man zuerst mal das alles erkennen kann, dass man sagt, okay, es gibt so viel Leid und ich stehe nicht über alles und ich mache auch Fehler. Ich muss meine Fehler korrigieren und es neu justieren. Unser Vater, unser Gebieter, betend stehen wir vor dir in diesen Tagen. Dankbar sind wir, dass du uns diesen Tag hast erleben lassen, uns hierher geführt hast, uns gehütet und ernährt hast. Was die Zukunft bringt, du allein weißt es. Wir aber wissen, dass wir bei dir sicher geborgen sind. Gedenke, ewiger unser Gott, unser zum Leben, zur Gesundheit und zum Frieden. Du hast uns geschaffen, lehre uns unsere Tage zählen und zu erkennen, dass wir auf den Wegen gehen, die du uns gelehrt hast. Gib uns Freude an unserer Arbeit und gib unserer Arbeit Erfolg. Das Werk unserer Hände, das Wort unserer Lippen trage zur Vervollkommnung unserer Welt bei und sei es durch ein liebevolles Lächeln oder durch die gütige Hinwendung zu unserem Nächsten. Adonai Osle Amoiten, Adonai Vahet Amau Bashalom, der Ewige gebe allen seine Kraft und seinen Frieden, der Ewige segne alle Menschen guten Willens mit seinem Frieden. Amen. Amen. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnädiger, barmherziger Gott, wir bitten dich für alle, die in Krankenhäusern, Hospizen oder Pflegeheimen arbeiten, für Ärztinnen, Pflegekräfte, Seelsorgerinnen, Köche und Reinigungskräfte bitten wir dich. Wir bitten dich für die Kranken, die Corona-Kranken, aber auch alle anderen, für die Jungen und die Alten, für die, die wieder gesund werden und für die, die mit ihrer Krankheit leben oder sterben müssen. Für die Sterbenden und für unsere Toten. Für alle Angehörigen, Familien und Freunde bitten wir dich. Für alle Schwestern und Brüder im Glauben, für die, die anderes glauben und für die Menschen ohne Religion, für die, die die Stille suchen und als heilsam empfinden und für die, die neu aufbrechen wollen, auf der Suche nach der Gerechtigkeit, wie du sie uns zugedacht hast. Barmherziger Gott, sei mit allen Genannten und sei uns nahe mit deinem Trost und deiner Liebe. Der Friede Gottes, der tiefer reicht, uns näher ist, als wir ahnen, der sei mit euch, heute, jetzt und in Ewigkeit. Amen. O Allah, wir stehen da, wo damals dein Prophet Jonas gestanden ist. Er hat sich hilflos gefühlt. Er fühlte sich verloren. Er war im Bauch eines Wales, er war im See und er war in der Dunkelheit. Er war verloren und hat erkannt und er wusste, dass nur du ihm helfen konntest.
nur du ihm aus dieser Lage, besonderen Lage retten konntest. Und so stehen wir auch am gleichen Punkt. Wir Menschen, heute, allesamt, wir liegen mitten in einer Pandemie und wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Wir haben so viele Verluste, wir haben so viele Menschen, die leiden. O Allah, ich wende mich an dich mit den Worten, mit den Gebeten Jonas, die ich aus dem Koran erfahre. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Keinen Gott gibt es außer dir. Gepriesen seist du. Ich war gewiss einer von den Unrechthandelnden. Ja, Jonas hat mit diesen Worten erkannt, wo er liegt, dass es seine eigenen Versäumnisse waren, so wie wir auch heute mit unseren Worten auch kundgegeben haben, dass es die Versäumnisse der Menschheit gewesen ist. Und mit diesen Worten wende ich auch mich an dich und bitte dich um eine Lösung. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.